Ich habe ChatGPT nach Challenges und einer Random-Card-Kombination gefragt. Dabei kam für die heutige Challenge Shy Guy in dem goldenen Kart mit fucking Holzreifen und dem Bowser-Gleiter bei raus. Ach so, und Items darf ich auch nicht benutzen, muss aber online trotzdem irgendwie einen ersten Platz klauen. Let's go! Na Leute, willkommen zu meinem dritten Video dieses Jahr. Ja, ich habe es tatsächlich geschafft, in 1,5 Monaten nur 3 Videos auf diesen Kanal hochzuladen. Aber hier, ich habe mich auf 10.000 Elo hochgepusht, damit ich immer schwerere Gegner bekomme, weil sonst sind die Challenges ja zu einfach. Und ich dachte, das könnte vielleicht mal eine frühere Illusion werden wir sehen. Ich hatte dann auch ein Video aufgenommen, wo ich gezeigt habe, ja, spielen die bei 10.000 besser. Aber war nicht so, da hatte ich auch kein Ziel, deswegen wurde diese Aufnahme gelöscht. Und deswegen machen wir jetzt einfach weiter. Irgendwelche witzigen Challenges, die mir ChatGPT gesagt hat, aber das war ja alles schon im Intro, also muss ich das nicht nochmal sagen. Cool, da kommt schon die erste rote. Nice, danke. Ist da nicht so, dass ich keine Items benutzen darf und deswegen sowieso schon im Nachteil bin? Nee, knall mich gerne noch mit deinen roten ab. Ich finde das richtig geil. Cool, wir sind jetzt schon letzter. Ich fahre auch noch gegen den Zug. Eigentlich ist die Strecke richtig cool. Ich mag die mega doll, aber ich glaube, ich muss erstmal reinkommen mit diesen komischen Holzreifen, weil ich überhaupt keinen Plan habe, wie da das Driftverhalten ist. Wir sind auch ein relativ leichter Charakter. Das ist auch ein Nachteil auf jeden Fall. Aber an sich ist das eine schöne Strecke, wo man auch gar nicht so viele Items braucht. Also klar, hier am Ende bei dem Shortcut, da könnte ich jetzt einen geilen Pilz benutzen, aber ich kann auch einfach den Pilz von den Gegner klauen. Ja klar, kriegt er 3 rote. Dann verschieß die mal. Ich werde dich nicht überholen, solange du noch vor mir bist. Okay, sehr gut. Danke, Gabi, dass du deine roten so schnell verballerst. Guck mal, haben wir uns schon wieder auf die 4 vorgekämpft. Ja, nein, warum du? Mach das doch bei dem Shortcut, dass da keiner durch kann. Und nicht nur für mich. Warum sind die Leute so fies zu mir? Die wissen doch, dass ich keine Items benutzen kann. Die sehen doch, dass ich seit 2 Runden einen Pilz in der Hand habe oder nicht. Naja, was wird der Plan sein bei dieser Challenge? Wir müssen halt irgendwie hoffen, dass sie sich vorne irgendwie abballern. Ich kann nur so gut fahren wie möglich. Oh, guck mal, eine schöne blaue, die dafür gesorgt hat, dass der Donkey Kong-Abschnitt... Ja, okay. Oh, und wir können richtig geil mit einer Banane ins Ziel. Nice, mit Stil ins Ziel. Ja, also vielleicht bringt mich diese Challenge tatsächlich auf unter 10.000 Punkte. Aber dafür habe ich sie ja gefarmt, nicht wahr? Ja, genau. Peach Schlossgarten, alright. Das ist halt leider eine Map, wo man wirklich sehr viel abkürzen kann mit irgendwelchen Pilzen und sowas, weil es hier überall diese Grasabschnitte gibt. Ich krieg natürlich auch einen Pilz, weil warum nicht? Pilze sind ja seit dem letzten Update, glaube ich, überpräsentiert, so wie ich das mitbekommen habe. Damit dieses Bagging nicht mehr funktioniert, kriegt man einfach immer nur Pilze. Finde ich richtig geil. Na klar, ich liebe ja Bananen. Mögt ihr Bananen, Leute? Schreibt es in die Kommentare. Naja, vielleicht sollten wir uns ein bisschen darauf konzentrieren, ein paar Münzen einzusammeln und dann gegen eine Bande zu fahren, weil warum nicht? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es ein bisschen unfair ist, wenn die Gegner die ganze Zeit Items benutzen können und ich nicht und die auch mich andauernd treffen und so ich meine ganzen Münzen verliere. Ich bin hier hart am Münzen schuften und dann wird man einmal getroffen, sind wieder 3 Münzen weg. Easy peasy. Da kriege ich Flashbang zu der ersten Challenge, wo ich mit 10 Münzen ins Ziel sollte. I mean, wenn ich wenigstens mit meiner eigenen Combo spielen konnte. Aber nö, der Dizzy hat sich gedacht, ja, ChatGPT, gib mir nicht nur eine Challenge, sondern... Boah, der wollte mich einfach mit seinem Stern hier treffen und wurde einfach geblitzt. Haha, das ist Karma, I guess. Aber ich musste natürlich das noch schwerer machen, indem ich ChatGPT gesagt habe, ja, gib mir auch noch eine Card-Kombi. Weil eine Challenge an sich ist ja nicht schwer genug, nicht wahr? Und wir haben gerade 3 Rote um uns rum und eigentlich ist das doch nichts anderes, als wenn ich an meinem Hinterteil... eine rote halt, oder nicht? Also wir könnten die Regeln ein bisschen auflockern, indem wir sagen, ab der nächsten Runde darf ich Items hinten ranpacken, aber nicht benutzen. So hätte ich dann zumindest 1 bis 2 Verteidigungen pro Runde. Werdet ihr mir sauer, wenn ich das ein bisschen leichter mache? Bergbescherung, das ist zumindest eine schöne Map. Auf der Map haben wir ja die letzte Challenge geschafft, wo wir, glaube ich, nicht driften durften. Könnt ihr auch gerne reingucken. Okay. Mann, ich bin doch schon so weit hinten. Wieso treffen die einen trotzdem? Oder habe ich den getrailt? Das kann auch sein, dass der Server-Lag gesagt hat, ja, du bist ja an seinem Arsch dran. Dann wirst du jetzt erstmal getroffen. By the way, ich habe natürlich sofort einen Pilz bekommen und darf ihn nicht... Ich habe 4 Pilze. Geil. Ich muss jetzt warten, dass einfach ein Blitz kommt, damit ich überhaupt die Chance habe auf irgendein defensives Item. Ja, nice. Okay, beginnt ja schon mal richtig cool. Gut, dass ich die Regeln aufgelockert habe. Nice. Ja, es kam tatsächlich ein Blitz. Was? Geil. Ich hätte nicht gedacht, dass ich irgendwann mal mich freuen würde, dass ich einen Blitz bekomme. So, jetzt bitte kein Pilz und dann hätte ich vielleicht sogar eine Chance. Oh Mann. Toll. Jetzt müsste ich auf einen Buhu warten, der mir meine Pilze klaut. Aber dann, Leute, dann hätte ich eine richtig geile Das ist nicht dein Ernst. Oh, danke. Guck mal. Okay, das Spiel ist schon nett zu mir, aber ich fahre halt einfach scheiße und werde die ganze Zeit von den Sternen getroffen. Wenn der mich jetzt auch noch trifft, dann raste ich aber aus. Edu, hör mal auf. Ja, der blaue Yoshi ist leider schon wieder... Oh, sehr weit vorne da. Hätte mich der blaue nicht getroffen. Nee, dann wäre ich trotzdem nicht nach vorne gekommen. Aber zumindest ein bisschen weiter nach vorne. Nee, die Runde ist auch am Arsch. Voll, ich bin immer richtig weit hinten. 10. Platz? Wow. Der Schiebschiebstrand ist, glaube ich, auch eine Map, wo Items jetzt nicht so viel bringen. Also es gibt zumindest keine... krassen Shortcuts und ich glaube, Bullet Builds und sowas bringen auch nicht super viel. Können wir mal probieren. Wenn wir jetzt mit der ersten Itembox ein defensives Item bekommen könnten, das fände ich super nice. Zum Beispiel einen roten Panzer. Ja, damit gehe ich doch klar.
Na, Sef? Nein, nimm mir nicht meine Verteidigung weg. Und da wollte ich diese... Oh, ich habe gleich einen neuen roten Panzer bekommen. Das ist natürlich nicht ganz schlecht. Aber hier gleich in der ersten Runde Erster zu sein, allgemein immer Erster zu sein, ist eine gute Sache, weil man dann halt schnell auf diese 10 Münzen kommt. Und da ich ja das Münz-Item nicht einsetzen darf, das übrigens übelst OP ist, finde ich, ist das, glaube ich, eine gute Sache, dass ich mich jetzt erstmal auf den ersten Platz setze. Ich bin übrigens schon ein bisschen weiter nach vorne gegangen, wäre ich nicht gegen die Bande geknallt und wäre der Blitz nicht da. Aber ich glaube, der Blitz kam relativ spät, ne? Nachdem die anderen... Oh, da kommt aber noch ein blauer. Nachdem die anderen ihr Item bekommen haben, dann war ich zumindest kurze Zeit geschützt vor einem roten, sodass ich hier noch ein defensives Item irgendwie hätte bekommen können. Aber der Blitz hat mir leider alles kaputt gemacht. Ich krieg sogar ein Verteidigungs-Item. Oh Mann. Überleg gerade, ob ich den hinter mir überholen lassen soll. Vielleicht hat er eine rote, dass er den einmal hittet. Weil ich kann den ja jetzt leider nicht... Er hat tatsächlich eine rote. Ich hätte ihn einfach vorlassen sollen. Tja. Leider ist die Lobby ein bisschen sehr leer, das heißt, ich werde auch mal die Lobby verlassen. Okay, wir haben ein paar Leute mit über 10k, ist relativ 50-50, ne? Ein paar über 10k und der Rest unter 10k. Zumindest ist die Lobby wieder voll, weil ich will ja auch nicht eine Challenge gewinnen, wo dann nur 6 Leute in der Lobby sind, das ist ja auch lame. Und ich frage mich gerade, ist das schneller, wenn man hier nicht durch die Eiscreme fährt? Wahrscheinlich nicht, ne? Weil man hier am Ende ja einen Trick machen kann, der einen nochmal boostet. An sich auch eine sehr schöne Map, wo man eigentlich keine Items bräuchte. Ich wüsste hier keinen Shortcut. Ich habe mir die Map allerdings auch noch nicht so richtig angeguckt, weil das ja eine relativ neue Map ist. Man jumpt quasi die ganze Zeit und macht die ganze Zeit nur Tricks. Mehr macht man auf der Map nicht. Hey, was war da? Oh Mann, ich habe nicht aufgepasst. Hat mich jemand abgesnipert oder lag da tatsächlich eine Banane? Oh, da hat er mich geboostet, dass ich einfach runtergejumpt bin. Jetzt habe ich wieder keine Münzen. Einfach schon wieder 12. Geil. Den Treff kriege ich auch nicht hin. Natürlich, man kennt's. Wieder bei 0. Aber an sich sollte der andere Weg allgemein auch schneller sein, weil ja diagonal ist... Oh, ich bin so ein behinderter Typ. Und ich kriege diese ganzen Tricks hier nicht hin. Das ist dann mit dieser komischen Snip los. Wie weit ich hinten bin. Oh mein Gott. Okay, das ist ja richtig wicked. Diese Map war übelst wicked. Ich komme nicht mal ans Ziel. Wow! Vielleicht hätte ich doch nicht die Lobby wechseln sollen. Oh, aber schön viele Wario-Maps hier. Einmal Varios Abfahrt heißt das, glaube ich, und Wario Stadion. Weil wenn du hier gleich am Anfang vorne bist, dann kann es sehr gut sein, dass du den anderen einfach wegfährst und die nie wieder nicht rankommen. Wieso ist eigentlich Rumatra vor uns? Guck mal, der Yoshi da, der sieht aus wie Rumatra, oder nicht? Ich glaube schon, aber jeder sieht aus wie Rumatra mit einem Bart und einer Brille. Nein, Yoshi, diesmal nicht, Rumatra. Du triffst mich heute nicht. Ja, danke, Buhu, dass du mir den Pilz wegnimmst. Okay, wir haben eine Verteidigung, wir sind Zweiter. Es könnte etwas werden, Leute. Es könnte was werden heute. Oh, schon ein Blauer. Ja, da ist er, der Blaue. Wenn er sie ja in der Luft trifft, ist das nicht so gut, ne? Die wird aber schon in der Luft sein. Naja. Hat die auf dem dritten Platz eine Kugelwilli bekommen? Yo, wie weit ist denn die erste bitte vorne, dass sie auf dem dritten Platz eine Kugelwilli bekommt? Also, es kann sein, aber wild. Übelst wild. Wird ihr noch von dem Grün getroffen? Das fände ich nice. Nein? Okay. Und der Waluigi wollte uns auch noch. Na gut. Der Schokosumpf. Und ich habe so langsam die Befürchtung, dass diese Challenge am meisten dauern wird. Ich habe mich auch tatsächlich sehr vor der gesträubt, weil keine Items benutzen bei Mario Kart, wo es quasi darum geht, die Items gut zu benutzen. Das ist übrigens auch die letzte Challenge, die mir ChatGPT gegeben habe. Also ich müsste den dann nach 9 Challenges fragen. Heißt aber auch... Ihr könnt auch Challenges mal in die Kommentare schreiben, wenn euch irgendwelche einfallen, die ich machen könnte. Ich könnte dann ChatGPT nach irgendeiner random Card-Kombination fragen, wenn euch keine einfällt. Aber ihr könnt den natürlich auch in die Kommentare schreiben. Und dann könnte ich das mal ausprobieren. Oh, so viele Münzen! Danke, danke, danke. Okay, wir sind schon wieder auf 5 Münzen. 7, 8, 9, 10. Let's go! Okay, die dürfen wir natürlich gar nicht überholen. Ich will Paul ja nicht überholen, ich bremse ab. wenn der 3 rote hat... Oh nein, wieso... Donkey Kong hat mich einfach in diese Schoko-Scheiße da reingeballert. Na gut, kein Problem. Wir haben 10 Münzen. Das ist eigentlich alles, was wir brauchen. Jetzt müssen wir nur... Oh, okay. Lass die sich da vorne irgendwie abballern. War Luigi, Mann, wieso ballerst du mich ab? Warum ich? Baller doch die anderen ab. Mann. Toll, ich bin einfach durchgereicht worden. Hä, einfach instant Elfter. Ja, aber es ist halt auch schon wieder die letzte Runde. Und die Daisy ist vor allem jetzt schon im Ziel. Hä? Aber die Runde war sowieso kaputt, als der Waluigi mich da gehittet hatte und dann mich der Donkey Kong noch in die Schoko-Scheiße reingeschickt hat. Hast du vollkommen vergessen. Ja, ich werde wahrscheinlich sogar Letzter. Nice. Cool. Guck dir mal an, wie weit die Daisy vorne ist. Wieso spielen überhaupt so viele Daisy hier? Wir haben 3 Daisys in dieser blöden Gruppe. Yoshis Piste, let's go. Übrigens, Fun Fact, wusstet ihr, dass Yoshis Piste wie ein Yoshi aussieht? Achtet mal drauf. Aber das ist eine sehr schöne Map, wo man die ganze Zeit Softdriften kann. Also wer nicht weiß, was Softdriften ist, da hältst du einfach den Stick in so einer 45-Grad-Richtung, statt immer hin und her zu wobbeln, weil man dadurch zwar langsamer seinen Boost auflädt, glaube ich. Außer man hittet direkt die 45 Grad, aber das macht man meistens nicht. Aber dafür schnell, also... Wie soll ich das erklären? Du kommst besser um die Ecken rum und musst nicht immer hin und her wobbeln.
Ja. Kontinuierlicher. Du lädst ihn kontinuierlicher auf, sagen wir es so. Oh, wir sind, by the way, gerade Erster und wir haben 2 Verteidigungen, Leute. Und ich habe eine blaue gehört. Ich kann die Daisy nicht vor mich lassen. Die ist zu weit weg. Ich habe so einen geilen Vorsprung und dann kommt eine blaue. Der klaut mir vor allem noch den einen roten, ne? Weil ich ihn jetzt schon hinten dran hatte. Ja, das war dumm. Okay, aber die sind immer noch sehr weit weg. Die eine Daisy hat einen Pilz benutzt, um über die Abkürzung zu kommen. Ist die Frage, ob das die gute Daisy ist oder... Ah, die schlechte. Jetzt habe ich gar keine Verteidigung mehr. Okay, wir brauchen auf jeden Fall eine 2-Item. Bitte gib mir eine Verteidigung. Bitte, 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 bitte. Ich krieg einen... Oh mein Gott, ich krieg einfach das beste Item. Aber davor ist eine Münze. Kann mir bitte irgendein Buu diese Münze klar... Ah, nee, das bringt mir auch nichts. Toll, dass du auch eine Tröte hast. Finde ich super. Rumatra, bitte. Warum? Nur wegen dieser einen blauen jetzt, oder was? Und eine... Oh, hä? Was ist mit... Okay. Die trifft einfach gar keinen. Was war denn mit der roten los? Nein, das war so knapp. Die eine blaue hat's kaputt gemacht. Oh, schon wieder Schokosumpf. Lame. Ja, Leute, was soll ich sagen? Es lief genauso wie der andere Schokosumpf. Ich wurde die ganze Zeit nur durchgereicht. Boah, was ist das für eine Scheiße? Ich hasse Schokosumpf. Ich werde aber schon wieder 12. Oh, oder 10. Nice, ich bin doch 10. geworden. Vielleicht gibt das ja weniger Minuspunkte. Ja, nur minus 15. Awesome. Okay, es ist Animal Crossing geworden, sogar in der Herbstvariante. Die Herbstvariante ist sowieso meine Lieblingsvariante, weil da die Musik super schön ist und diese Stimmung allgemein, die ist so ein bisschen gedämpfter. Also alles sehr chillig. Und ist auch die beste Map für Speedrunning, weil es hier überall diese Laubhaufen gibt, wo auch Pfirsiche und allgemein irgendwelche Früchte drin sein können, die dann wie ein Pilz agieren. Das ist ganz nett. Und wir haben einen Verteidigung. Stinksbums und sind Erster. Cool. Und die werden mich hier garantiert alle am Ende überholen. Bitte nimm mir nicht meine Verteidigung weg. Danke. Weil die da einfach einen Pilz zünden. Hat die ihren Grün abgeballert? Und mein Grün damit kaputt gemacht? Das ist uncool. Daisy, das ist richtig uncool. Jetzt brauche ich nämlich entweder einen Blitz oder einen Buu, der mir meinen Pilz klaut. Naja, sind ja nur noch 2 Runden, die wir überleben müssen, ohne getroffen zu werden. Well, actually, komme ich mit einem relativ guten Abstand in die 3. Runde. Da kommt die blaue, die mir wieder alles kaputt macht. Okay, wir bleiben in der Luft, weil wenn man in der Luft ist, dann schleidet noch ein bisschen weiter nach vorne und dann verliert man weniger Zeit. Pro Tipp, Leute. Das gilt übrigens auch, wenn ihr einfach in eine Banane reinslidet oder sowas. Kriegt ihr zumindest noch ein bisschen Weg nach vorne und da hat mich die Daisy überholt. Und wenn die Daisy mich überholt, dann kommt natürlich auch der Waluigi, der ist dann auch nicht weit. Wird mich garantiert auch noch überholen. 1-2 Leute werden bestimmt auch noch die Abkürzung nehmen oder mich halt mit einem Boomerang treffen. Vollkommen in Ordnung. Treffe mich auch gerne 2-mal. Hm, nice. Ich war die ganze Zeit Erster. Ist auf die letzte Runde, wo dann Blauer kam und dann ist man plötzlich 5. Na klar. Cool. Oh Mann, ey, so langsam habe ich wirklich keinen Bock mehr. Es ist schon wieder Wario-Abfahrt, aber ich habe ja schon vorhin gesagt, das ist eigentlich eine gute Map. Diesmal nehme ich aber mal die Abkürzung, die hier alle nehmen, beziehungsweise halt den kürzeren Weg, I guess. Wenn das alle nehmen, dann wird das schon kürzer sein. Wir können auch mal die Münzen hier oben mitnehmen, um einen kleinen Vorteil zu haben. Ja, das war eine sehr schlechte Idee. Sehr gut. Damit bin ich gleich wieder 9. Und damit habe ich gar keine Chance mehr, in dieser Map überhaupt irgendwas zu reißen. Nice, weil ich mich einmal verdriftet habe. Awesome, ich lieb's. Na sicher, wirf deinen scheiß Roten in der Luft nach hinten. Was, wer schießt seinen Roten nach... Ich hing im Stein fest und der Vollidiot geht mit seinem blöden Stern noch in mich rein, in den Stein, obwohl es ihm gar nichts bringt, außer mich zu ärgern, obwohl ich schon auf dem 9. Platz bin. Okay, Wicked. Die Map ist ja sowas von scheiße. Ja, kannst du vollkommen vergessen. Ab hier kann man sowieso nicht mehr überholen. Alter, ich krieg diese Challenge noch niemals hin. Ich werde meine ganzen Punkte verlieren. Nee, kein Bock. Ich komme nicht mal ins Ziel. Scheiß drauf. Ich wollte mich umbringen. Bitte töte mich doch einfach. Ich hasse diese Challenge. Oh, guck mal, da steht Mount Mario. Cool. Das wusstet ihr bestimmt noch nicht. Please kill me. Minus 25 Punkte. Ja, geil. Schon wieder Eiscreme-Eskapade. Ich habe so die Befürchtung, die Maps wiederholen sich heute so ein bisschen. Ich hoffe übrigens, man merkt das nicht so doll, dass ich gerade mega angepisst bin. Schreibt mal in die Kommentare, wie angepisst ich auf einer Skala von 1 bis 10 bin. 1 richtig gechillt und... 6 Münzen weg. Okay, ich hatte nur 5, aber 5 Münzen weg, weil ich danach noch runtergefallen bin. Ja, wie angepisst ich mich gerade anhöre, weil gefühlt bin ich ziemlich angepisst gerade. I mean, ich bin einfach in der letzten Map stehen geblieben und hatte keinen Bock mehr, die Map zu verlassen. Boah, okay, so, chillig, Dizzy chill. 2-mal tief durchatmen, Münzen einsammeln, die alle weg sind, nice. Ja, die Münze kriege ich auch nicht. Ich glaube, ich brauche nach dieser Map mal eine Pause. Oh, cool, mein paar Münzen, danke. Bin ich zumindest auf 3 Münzen, das liebe ich ja. 4 Münzen... Natürlich kriege ich den komischen Jump da nicht hin. Fahr noch in die Banane rein, damit ich wieder bei 0 Münzen bin. Aber ich glaube, die Map ist es dann auch nicht. Ich habe wirklich gar keinen Bock mehr.
Jedes Mal. Ich habe 3 Münzen, sie werden mir sofort wieder weggenommen. Aber wegen meiner eigenen Schuld, ich bin einfach reingefahren. Was soll ich machen? Alter, ich glaube, ich bin wirklich... Ich bin hier gerade im Rage-Quit-Modus. Wie nennt man das hier? Diesen Bias? Confirmation Bias? Du hast keinen Bock mehr und deswegen spielst du dann auch richtig schlecht? Um deiner Aussage Kraft zu verleihen. Oh cool, ich bin diesmal nicht in die Banane gefahren. Cool, nice. Das ist doch schon mal was Positives. Immer die positiven Sachen im Leben sehen. Cool, eine Crazy 8, die ich nicht einsetzen kann. Wie ist denn das eigentlich, wenn die anderen jetzt gegen mich fahren? Ist eine Crazy 8 quasi unendlich viel Schutz? Never mind, das wurde mir gerade alles weggenommen aus irgendeinem Grund. Ich raff's nicht. Mir wurden 6 meiner Crazy 8 Items weggenommen. Hä? Okay, ich mache eine kurze Pause, Leute. Und dann... oder morgen. Ich nehme das morgen weiter auf mit neuer Kraft und mehr Spaß. Fun. Alright, Leute, neuer Tag, neue Energie. Ich bin bereit für diese Challenge. Ich habe mich geistig darauf vorbereitet. Ich habe die Nacht von dieser Scheiß-Challenge geträumt. Real Talk. Oh, und jetzt muss das einfach was werden. Ich bin auf jeden Fall nicht mehr so sauer wie gestern. Da war ich wirklich kurz vorm Rage-Quitten. Und wir kriegen anscheinend die Gruselwusel-Villa. Alles klar. Kann eigentlich nur was werden. Ich habe mir positive Energie geholt von meiner KDB. Nehme eine Superheldenstellung ein. Und damit habe ich die Power, um zu gewinnen. Das Gute ist, wir starten gleich mit 4 schönen Münzen. Ist das nicht super toll? Alright. Diese Map ist auch gar nicht so gut für irgendwelche Abkürzungen. Guck mal, wir hätten hier am Anfang gleich die erste Abkürzung nehmen können. Die, naja, eine von 2, würde ich sagen. Aber naja, ist nicht so schlimm. Wir konzentrieren uns jetzt erstmal darauf, ganz viele Münzen einzusammeln, wenn die nicht irgendjemand anderes nimmt. Die haben wir zumindest bekommen. Wir haben die eine... Oh mein Gott. Okay, das fängt ja schon mal richtig gut an, nicht? Und der Hexer ist so einer, der einfach seine Grün nach hinten ballert. Finde ich richtig toll von ihm. Jetzt hat er vor allem wieder 2 Items. Ich hoffe, du kriegst einfach nur Münzen, du... Ja, das war klar, dass er die Banane legt. Habe ich mir schon fast gedacht. Wir dürfen also nie in die Nähe von diesem Hexer kommen oder ihm hinterherfahren, weil da ist er wirklich assig unterwegs. So, jetzt haben wir unsere 10 Münzen. Ich nehme auch hier wieder den anderen Weg. Ich möchte einfach nur ganz weit weg von Hexer sein. Ist jetzt natürlich auch nicht so geil, dass er eine Tröte hat. Wir müssen ihn irgendwie verarschen. Wir müssen nah an ihn rangehen, dass er die Tröte verwenden möchte. Oh, okay. Er hat sich schon eingesetzt. Wahrscheinlich, weil er hier eine neue Seite bekommt. Wieso fährst du auch links? Geh doch weg von mir. Hä? Hat er gebremst? Warum hat er gebremst? Wieso hat er mich vor... Hat er gebremst, um mich mit der Grünen abzuballern? Da kam nicht mal eine blaue oder so. Er hat einfach so gebremst. Einfach aus nichts. Und mich noch fast mit der roten, mit der Bombe getroffen. Was ist denn mit Hexer los? Was ist mit Hexer passiert? Früher war Hexer so ein toller Typ. Aber inzwischen einfach nur ein Arsch. Da kommt ein blauer, Leute. Ist das der Karma? Ist das Karma, Bitch? Wir überholen ihn. No way. Wir sind Erster. Wenn er jetzt nicht noch eine rote hat oder so. Oder irgend... No way. Was? Mann! Ich habe mich drauf eingestellt, jetzt heute auch wieder ein bisschen länger zu machen. Und dann ist es gleich die erste Runde, die ich gewinne. Also ja, ich freue mich, ja, okay. Hexer war ein Arsch. Er hat seine verdiente Karma-Strafe bekommen dafür, dass er da angehalten hat. Die ganze Runde hat er Bullshit gemacht. Hat dann noch angehalten, um mich mit der Grün zu treffen. Und ich bin so froh, dass die Blaue da am Ende kam. Aber, hä? Okay, ja, Challenge geschafft. Ich glaube sogar so, dass wir wirklich gar nichts hinten hatten, ne? Ich habe mich kein einziges Mal verteidigt. Das war auf jeden Fall ein richtig tolles Spiel. Let's go. Gut, dann danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.